Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Elements. Ja, mal wieder mache ich eine kleine Folge oder zwei kleine Folgen, mal gucken. Ich werde, denke ich mal, gegen von Gott kämpfen. Ja, 6 Elektrum. Und dort geht's jetzt mit meinem Rainbow Deck, was inzwischen schon ziemlich upgraded ist, zur Werke. 37 Karten sind's. Man sieht's, ich habe 7 Upgraded Quantum Tower, 4 Shards of Gratitude, 6 Supernoven, 1 Permafrostschild, 3 Actual Hourglasses, 2 Quintessence als Upgradete und an denen hier arbeite ich noch. Die Supernoven habe ich gerade erst alle zusammen reingepackt. Ich habe damit maximal ein Spiel oder so gemacht. Und darum gehen wir mal los. Decay. Gegen den habe ich auf jeden Fall mit diesem Deck schon mal gewonnen. Gegen den kann ich gewinnen. Ja, ich bin mir nie so ganz sicher, wie ich gewinnen kann. Ja, gucken wir einfach mal. Gut, ja. Er hatte, glaube ich, keinen Stil drin, was exzellent für mein Deck ist. Wichtig ist nur, dass ich halbwegs schnell in Gang komme. So, Supernova, das... Das. Und ja, ich bin quasi schon in Gang. Dank meiner Karte hier kann ich jetzt schön schnell ziehen. Oder vielleicht hat er doch ein paar wenige Steals. Naja, egal. Ich habe nicht zu viele Karten im Deck. Das heißt, es kann halbwegs leicht passieren, dass ich mich ausziehe. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Grundsätzlich sieht es ja auch schon richtig, richtig gut aus. Kein Earth. Das ist immer ein bisschen blöd. Und auch nicht genug Gravity. Die Supernoven helfen zwar richtig gut, um in den Start zu kommen, aber er hat Stil. Blag. Und er klaut mir davon die ganze Zeit. Irk. So, dann schütze ich das mal lieber. Und... zerstöre für einen Moment den. Wo ist die Erde? Earth hin, die ich durch die Supernova bekommen habe. So nervig, die Viecher. Gut, ein weiterer Tower. Damit habe ich jede Menge Entropy, aber naja, es bringt nicht so viel gerade. So, zerstören wir das wieder. Davon habe ich nichts. Weiter geht's. Aber wie gesagt, das sieht ziemlich gut aus. Ich regeneriere pro Runde 10. Ja, das machen die gerade zusammen. Sanctuary, sehr gut. Halt 4 und das Schönste ist, mein Quantapool kann nicht verändert werden und die absorben ja jeweils 1, also habe ich ab jetzt mehr Quanta zur Verfügung. Gut, ja. Er stealt natürlich die Electrum Hourglasses. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr es wisst, aber die haben die höchste Priorität für solche Perma-Controls, also stehlen, zerstören, was auch immer. Werden immer zunächst Electrum Hourglass, ich glaube dann Waffe, Schild, Heilung und irgendwann ganz zum Schluss kommen die Tower. Etwas unter Hourglass sind dann auch noch sowas wie Mindgate. Er kann mit dem Electrum Hourglass jetzt nicht anfangen. Darum kann man die auch halbwegs gut als Schilde benutzen, wenn einem die Waffe wichtiger ist. Da ich so halbwegs im Gang bin, sind mir die Waffen und Schilde wichtiger als Hourglass. Das kann er von mir aus ruhig haben. Er kann nichts damit machen. Ich will eh nicht mehr allzu viel ziehen, damit ich auf keinen Fall ausdecke, was nicht passieren wird dazu. Läuft so gut, aber ja. So, jetzt zerstöre ich das Teil. Mit etwas Glück kriege ich nämlich einen Elemental Master Win. Zurzeit kann er mir keinen Schaden machen, die werden alle durch mein Schild geblockt. Und solange er keine Waffe hat, gewinne ich.
Okay, ich ziehe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Siphon Life, also pro Darkness Quanta zieht, macht er 2 Schaden. Hat, womit er meine Firefly Queen ohne Quintessence töten könnte. Ja, ich warte noch eine Runde. Wenn es jetzt nicht dabei ist, spiele ich sie, glaube ich, trotzdem. Einfach damit es schneller geht. Ja, nächste Runde ist auch Ende. Ja. Da ist weg, aber nicht so schlimm. Und ich habe den Elemental Master. Das war auch ein richtig guter Einstand. Läuft nicht immer so gut, aber ja, das tötet genau. Gut. Etwas, was ich jetzt angefangen habe zu machen, ist hier raus. So, ihr seht, sogar Teil meines Desktops. Das hier ist der Statmaster 4000, den ich im Elements Forum gefunden habe, mit dem man ja, Überblick über seine Statistiken halten kann. Zuletzt benutzt, kann ich hier mal kurz sehen, ob ich habe vorher bevor ich die Noven reingepackt habe, das Deck benutzt, dort mal so ausgewertet, wie ich spiele. Ich werde den Link gleich reinpacken, ist eigentlich recht nützlich. 8 Siege, 24 Losses, 1 habe ich geskippt, weil ach, mein Startblatt war so mies. Hier trägt man ja, Siege ein, Niederlagen. So, das habe ich gerade schon gesagt. Wahnsinn. Ja, wie viel Elemental Master? Wie viel man gewonnen hat, wenn es kein Elemental Master war? Daraus berechnet das Teil dann halt, wie nützlich das war. Also, ja, wie viel man effektiv rausbekommen hat. Verluste werden automatisch eingetragen. Tracking Enabled bedeutet, wenn das hier alles korrekt eingetragen ist, dann ist hier ein Enabled. Ich kann ja einfach mal kurz. Nullen darf man übrigens nicht eintragen. Doch, darf man, aber dann kommt hier hinten Warnung. Ich trage hier einfach mal, ich hätte ein weiteres Niederlage gehabt. Ah, okay, das kann nicht funktionieren. So, einen weiteren Sieg. So, jetzt kommt hier ein Disabled, weil die gewonnene Summe fehlt. Bei der Niederlage nimmt er ja automatisch den die 30, die man gezahlt hat. So, und hier hinten ist jetzt was aufgetaucht, dass Zeiten fehlt. Wie man sieht, ich habe 55 Minuten für gewonnene Spiele gebraucht, 1 Stunde 9 für verlorene, 11 Sekunden für das eine Skippte. Also muss ich hier eine Zahl eintragen in Sekunden. Ja. Dann ist er auch hier zufrieden. Ja, da ist noch disabled, weil ja der Wert endet. Nein. Decay muss in die andere, aber hier müssen dann auch jeweils die drei Werte so einzeln immer stehen. Dann ist er zufrieden. Hinten wird eingetragen, wie viele Karten man gewonnen hat. Gut. Dann gibt es hier noch so eine schöne Stats-Seite. Gewinnprozentzahl, wie oft man Elemental Master hatte. Durchschnittliche Zeit, Gesamtzeit, Score pro Game, also ich habe insgesamt sogar Score verloren. Score per Hour, nicht per Game. FG, das ist ein künstlicher Wert. Ich bin mir nicht ganz sicher, bei den Fallen God Efficiency irgendwas. Ja, da habe ich 1400, damit kann man Decks halbwegs gut vergleichen. Den gibt es noch normalisiert. Dafür habe ich, glaube ich, nicht genug Daten drin. Und nochmal eins aufs Earnings bezogen. Ja, gut. Wie viel habe ich gesamt verdient pro Game? Ich habe Plus gemacht, das ist doch schon mal schön. Pro Game habe ich einen Punkt verloren, also insgesamt nur 27, plus minus 0 quasi. Wie viel AP hatte ich durchschnittlich drin? Wie viele Karten pro Win? Ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Das mache ich jetzt zu. Verwerfen, ja. Und ja, wie man sieht, ich habe hier noch nicht allzu viel gespielt. Ich habe jetzt gegen DK gespielt. Ich habe gewonnen. Das war ein EM-Win. Die Dauer war 298 Sekunden. Wichtig, das mit gleich zu machen, sonst
Wenn ich nur 298 eingebe, meckert er auch rum. Genauso hier muss immer ein Gleich. Das hat mich zu Anfang verwirrt. Gut, dann als nächstes muss ich mal kurz spinnen. Yes! Direkt mal eine Karte. Das bringt wieder massig Geld. Ah, gut. Mein Gott, sieht das gerade verpixelt aus. Scheiß Vergrößerung. Gut, jetzt gehen wir wieder auf meinen Setmaster. Gebe ein, eine Karte gewonnen. Und ja, 100% gewonnen, 100% EM-Wins. Soweit nicht besonders überraschend. Eine sehr hohe Efficiency, sollte klar sein. Ist halt hier noch viel höher, weil ich... Vor allem hier spielen auch Karten rein, die man gewinnt, weil es ja aufs Earnings, wie gesagt, meine ich, dass es darauf hingeht, geht höher. Per Game, das heißt, hier ist die Karte mit eingerechnet, dass ich 1280... Ist gut, ja. Karte mit 100%. Lift durch 0. Da sollte eigentlich eine 100 stehen. Egal. Gut. Damit mache ich die erste Folge jetzt mal zu. Ich spiele jetzt gleich direkt dann nochmal und man sieht sich dann.